Katharina Fegebank, zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin, frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr, wünsche ich Ihnen auch. Wie sind Sie reingekommen? Sie haben gerade was vom Watt erzählt, Sie waren wohl an der See. Ich habe tatsächlich noch Urlaub diese Woche, ich bin gestern Abend von der Nordsee zurück und in 1-2 Stunden geht's an die Ostsee dann nochmal für 3 Tage. Ganz schön kalt, steife Brise. Absolut steife Brise, abgefrorene Finger und Zehen, das hat ein bisschen gedauert, das wieder aufzuwärmen, aber es tut auch gut, sich ein bisschen eisigen Wind um die Nase wehen zu lassen. Das Jahr hat ja nicht so richtig gut angefangen. Wir hatten diese furchtbaren Übergriffe von so Banden von jungen Männern in Köln, aber auch in Hamburg. Wie reagiert man als Politiker oder Politikerin eigentlich auf sowas Furchtbares? Ja, persönlich, menschlich, mit Entsetzen, mit Wut. Ich bin auch wirklich beschämt, dass sowas passiert. Und ich glaube auch, dass sich die Mütter der Täter schämen. Und das sage ich auch allen Tätern. Die Mütter oder eure Mütter werden sich für euch schämen oder schämen sich. Ich wünsche mir, dass möglichst viele Opfer sich melden, Anzeige erstatten, dass das vielleicht auch den einen oder anderen Zeugen dazu bringt, sich zu melden, auch um die Fälle mit aufzuklären. Und ich finde, solche Vorfälle, die brauchen jetzt die ganze Härte, gesellschaftliche Konsequenz, aber auch die ganze Härte des Gesetzes. Droht jetzt so ein bisschen die Stimmung in Sachen Flüchtlinge umzukippen? Weil das heißt ja immer, das seien alles Leute mit Migrationshintergrund gewesen. Haben Sie da Angst vor? Wir brauchen eine lückenlose Aufklärung und keine Pauschalverurteilung, sicherlich auch keinen Generalverdacht. Das würde der Stimmung und auch dem sozialen Frieden absolut abträglich sein. Aber wir müssen natürlich jetzt jeden Einzelfall verfolgen, ganz konsequent. Und da muss auch die volle Härte des Gesetzes dann zu spüren sein. Völlig unabhängig, wo der Täter herkommt, welcher Nationalität er ist. Zweites Thema, Olympia wird nun nichts. Dafür will die Kammer jetzt, dass wir alle Feuer und Flamme für die Wissenschaft sind. Ihr Ressort, wie finden Sie denn das? Ich freue mich natürlich. Ich habe mich auch sehr gefreut über die Worte des Kammerpräsidenten, des Präses Melzheimer, anlässlich der Jahresschlussversammlung. Und natürlich brauchen wir eine Vision, eine Idee, die wir gemeinsam anpacken. Ein großes Thema ist sicherlich das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt, die Frage der Integration von Flüchtlingen. Das wird eins sein, das uns das ganze Jahr hinweg begleitet, das auch alle Kräfte und allen Einsatz erfordern wird. Und wir brauchen in Richtung Innovations- und Wissensmetropole auch den Schub. Das muss aber getragen werden von der Bevölkerung. Das kann nicht sein, was irgendwie übergestülpt wird, sondern da muss ein Gedanke entwickelt werden, der Stolz entwickelt werden von den Hamburgerinnen und Hamburgern. Da können wir was, da trauen wir uns was zu. Der Chefredakteur hat eben in seiner Rede so ein bisschen gesagt, dass nun, wenn alles durchs Volk entschieden wird, wir gar nichts Großes mehr hinkriegen. Ist das so, dass die direkte Demokratie große Projekte nur immer verhindert? In der Vergangenheit haben wir das jetzt häufiger festgestellt. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wenn wir Volksentscheide haben, und ich stehe zur direkten Demokratie, auch als ehemalige Parlamentarierin, auch als Vertreterin eines Senats, der sich sehr engagiert gerade für die Frage Olympia ausgesprochen hat. Wir sind sehr weit in Hamburg, was direkte Demokratie angeht, und wir müssen sehen, dass wir zukünftig die Menschen mitnehmen, auf dem Weg dahin auch veränderungsbereit zu sein. Also Zutrauen zu haben, Mut zu haben, sich auch mal was Großes zuzutrauen. Das wünsche ich mir auch fürs neue Jahr. Und wir können nicht aufhören, jetzt irgendwelche Visionen zu äußern, die brauchen wir nämlich, um die Stadt weiter voranzubringen. Gut, dann ganz herzlichen Dank, frohes neues Jahr noch. Danke. Und viel Spaß an der See, an der Ost- oder Nordsee. Ja, viel Spaß noch hier. Jetzt gleich geht's nach Warnemünde, an die Ostsee. Viel Spaß, alles Gute.